Herzlich willkommen bei Smoking Grams. Ihr habt in der Überschrift schon gelesen, wie stark oxidiert Whisky wirklich. Bisschen reißerisch zugegeben, aber darum soll es heute gehen. Kurz vorab, ihr seht, wir sind nicht in irgendeinem Labor, sondern in meinem Esszimmer. Das heißt, es wird weniger wissenschaftlich, mehr objektiv. Ich muss mich da auf meine Nase und meinen Gaumen verlassen. Ja, was habe ich vorbereitet? Ich habe hier den Laphroaig Brodia. Ein schöner, rauchiger Whisky von der Insel Isla mit einem Portwood-Finish, also Port-Fass gereift und ohne Altersangabe mit 48 Volumenprozent. Und ja, alle sind sich einig, wenn eine Whiskyflasche erstmal geöffnet worden ist und ein bisschen was rausgetrunken worden ist, Luft drin ist, verändert sich der Whisky, er oxidiert. Bei manchen Whiskys macht es nicht viel aus. Manche können dadurch vielleicht andere Aromen dazugewinnen, gerade so alte oder ganz generell Sherry-Whiskys, die werden vielleicht etwas milder oder etwas fruchtiger, etwas weniger scharf. Und bei den rauchigen Whiskys ist das ein bisschen anders. Da kann es schon mal sein, dass der Geschmack irgendwann kippt. Und wenn ihr dann in den Foren lest oder andere Videos schaut, ja, 1000 Leute, 1000 Meinungen so ungefähr. Und ich habe mir gedacht, weißt du was? Das will ich ausprobieren. Ich habe die Flasche, die hier drin ist, an Weihnachten 2018 aufgemacht, also im Dezember 2018. Wir haben jetzt August 2019, also über ein halbes Jahr. Und die Flasche ist so gut wie leer, ist nicht mehr viel übrig. Ich hole sie mal raus. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Also es ist wirklich nicht mehr allzu viel drin. Und was ich gemacht habe, war, als die Flasche ungefähr hier war, habe ich mir ein Sample abgefüllt. Ja, kein Laphroaig Sample, sondern ein ehemaliges Artback Sample, aber macht nichts, die Flasche war richtig sauber. Ich habe die schön sauber gemacht, heißes Wasser ausgekocht. Und wie gesagt, als der Füllstand hier war, habe ich mir ein Sample komplett abgezogen. Und das ist wirklich voll bis zur Kapsel, also da ist nicht viel Luft drin. Und die möchte ich heute mit euch vergleichen. Wow. So. Ja, vielleicht noch kurz zum Brodia. Brodia ist das Wort für Bruder im Altnordischen und soll die Verbindung zwischen der Insel Isla bzw. Schottland und in skandinavischen Ländern herstellen. Ja, die Schotten haben ja so ein bisschen Wikinger-Vorfahren und so weiter. Brodia eben Bruder in der alten Sprache. Zum Whisky selbst, wir wissen nicht, wie alt er ist. Es wird gemunkelt ungefähr 10 Jahre. Wenn er 10 Jahre alt wäre, hätte man es draufgeschrieben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich euch sagen kann, ich habe ja die Flasche relativ leer gemacht. Er hat keine Spur von Jugend. Also da sind sicherlich auch ältere Whiskys drin, ein paar jüngere. Er ist kräftig. Ich habe zugegebenermaßen eine Zeit lang gebraucht, um richtig mit ihm warm zu werden. So die ersten 2-3 Drams, die ich da draus hatte, habe ich mir gedacht, oh, ob es das wirklich wert war, so viel Geld auszugeben, weil ganz günstig ist er nicht. Der kostet zwischen, je nachdem wo ihr schaut, zwischen 70 und 90 Euro. Eine relativ große Preisspanne. Ich habe immer das Gefühl, das variiert ein bisschen. Ich habe für die Flasche 59 Euro gezahlt, die war im Angebot, da habe ich zugeschlagen. Und ja, so die ersten zwei Mal habe ich mir gedacht, na Gott sei Dank hast du bloß 59 gezahlt. Hättest du 80 gezahlt, hättest du dich ganz schön geärgert. Habe ich im Unrecht getan, es ist ein ganz toller Whisky. Ich mag ihn wirklich sehr gern mittlerweile. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie sich die Oxidation auf den Whisky ausgewirkt hat. In der Theorie sollte der aus dieser kleinen Sampleflasche deutlich anders sein. Ob dem so ist, finden wir zusammen raus. So, kleine Deckelchen nur für mich, damit ich weiß, was was ist. Und dann würde ich sagen, halten wir uns nicht länger auf, starten wir direkt los mit dem stark oxidierten aus der fast leeren Flasche. Die Farbe ist wunderschön. Die hat so einen schönen, ja, Rotton.
sehr orange, leider Laphroaig färbt. Haben wenig Kältefiltration, also nicht kühl gefiltert, ganz generell, aber leider gefärbt, obwohl der von der Farbe schon anders ausfällt als seine anderen Kollegen aus der Laphroaig-Familie. Okay, halten wir mal die Nase rein. Rauch, auf jeden Fall. Torfrauch, stark, ja. Eine Fruchtigkeit ist gleich da. So in die Richtung vergorene Himbeeren. So eine leichte Säure erinnert mich so ein bisschen an Preiselbeeren. Also so rote Beeren, so in die Richtung gehen, das sind definitiv die Portwein-Einflüsse. Der Alkohol ist recht gut eingebunden. Man merkt ihn in der Nase schon. 48%, das ist mein erster Whisky heute. Hab vorher noch kein Video gedreht. Laphroaig untypisch. Ich habe keine Phenolnoten, also kein Krankenhaus, kein Desinfektionsmittel, kein Heftpflaster, was ja so eigentlich für Laphroaig typisch ist. Und rein aus dem Kopf raus würde ich sagen, er ist weniger rauchig als seine, zum Beispiel ein 10-Jähriger oder ein Quarter Cask. Geht eher so in die Richtung vom Triple Wood. Schön, schöne Nase. Jetzt bin ich wirklich auf das Sample gespannt, das ich am Anfang rausgezogen habe, der deutlich weniger Luft hatte. Okay. Das ist der Wahnsinn. Erst im direkten Vergleich merkt man den Unterschied. Wie ich angefangen habe, vom Kopf hätte ich gesagt, da hat sich nicht viel getan. Im direkten Vergleich ist das wirklich ein großer Unterschied. Viel mehr Frucht, viel schönerer Rauch, weicher Rauch. Während man jetzt in diesem Glas, der deutlich mehr Luft hatte zum Oxidieren, Teernoten hat. Frisch gelegter Asphalt. Quarzig, rauchig. Hätte ich nie im Leben geglaubt. Der wirkt harmonischer. Okay, gucken, was der Gaumen sagt. Oh ja, 48% sind da und auf dem Gaumen dann doch ein Laphroaig, so wie man kennt. Jetzt kommt der ganz typische Rauch für Laphroaig, so ein bisschen medizinisch, phenolisch, ganz leichtes Krankenhaus. Viel Frucht, also für einen Laphroaig viel Frucht, versteht mich nicht falsch. Die Beeren sind wieder da. Bin mir nicht sicher, ob Heidelbeere, Himbeere, Brombeere. Ich denke, die Himbeere trifft es auch ganz gut. Süß, hinter dem Rauch, schöne Süße. Absolut keine Jugend, absolut keine Fehlaromen. Lecker. Den werde ich mir definitiv nochmal zulegen. Natürlich wäre es schön, wenn ein Alter draufstehen würde, aber das ist ein Beispiel für einen guten Non-Age-Statement-Whisky, also für einen guten Whisky ohne Altersangabe. Der hat Kraft, der hat Druck, ohne irgendwelche Fehlnoten drin zu haben. Sehr schön. Ja, ihr merkt, ich zögere ein bisschen rum, ich verplemper Zeit, aber nichtsdestotrotz will ich natürlich auch zu diesem Glas hier kommen.
Auf euch, Slanche. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Der Mund hat sich an den Alkohol gewöhnt gehabt. Mir kam das zweite Glas etwas milder vor vom Alkohol. Hat nicht ganz so gedrückt, aber das ist fast logisch. Das hat man immer, dass der erste Schluck ein bisschen kräftiger ist. Was ich definitiv habe, ist ein bitterer Abgang. Das hatte ich beim ersten Mal gar nicht. Der Rauch ist präsenter, der Rauch wirkt schwerer, dunkler, hart, quarzig, harzig. Bitter, bitter, bitter. So eine bittere Schicht belegt die Zunge. Er ist trotzdem gut, aber er ist anders. Er ist anders. Würde man mir die beiden Gläser blind hinstellen, würde ich sagen, das sind zwei verschiedene Whiskys. Vielleicht zwei Lafroigs, aber irgendwie dann doch anders. Sagen wir es so. Ich würde auf zwei Lafroigs tippen, aber nicht die gleiche Abfüllung. Hat sich doch einiges getan. Hätte ich so irgendwo schon erwartet. Aber dass der Unterschied so extrem ausfällt, die Bitterkeit ist immer noch da. Hatte ich beim ersten Schluck nicht. Schön. Also es tut sich auf jeden Fall was in der leeren Flasche. Der Whisky verändert sich. Wer bitter mag, würde jetzt sagen, ja, stört mich nicht. Wer sagt, nee, muss ich nicht haben, dieses ganze Bittere. Ja, der hat ein Problem. Wenn er die Flasche aufgemacht hat, entweder man leert sie relativ zügig. Ich würde sagen, die 8 Monate mit dem ganz geringen Füllstand haben sich definitiv bemerkbar gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich im Dezember meine Samples gezogen habe und ich würde sagen, dass auf diesem Füllstand die Flasche nun seit mindestens 3 Monaten ist. Inzwischen habe ich sie, ich habe sie ein bisschen verteilt, ich habe sie ein paar Freunden zum Probieren gegeben, meinem Vater habe ich ein Sample gegeben, so wurde die Flasche stetig leerer und leerer. Natürlich habe ich auch selber was getrunken davon, ganz klar. Was kann man nun machen, um das zu verhindern? Entweder man füllt sich lauter Samples ab, ist furchtbar aufwendig und man braucht lauter leere Flaschen. Man kann mit Gas arbeiten, dass man ein Edelgas einfüllt. Kann man kaufen, macht man auch bei Wein so. Gibt es ein interessantes Experiment von den Scotch-Test-Dummies, die machen das gerade. Die wollen jedes Jahr nachschauen, wie sich der Whisky verändert oder ob er sich verändert. Man könnte oben Zellophan drumherum zu machen oder so ein Band, bringt nichts, weil die Luft ja in der Flasche drin ist. In kleinere Flaschen umfüllen ist auch eine Möglichkeit. Wäre mal interessant, wäre mal ein Experiment wert, mit dem Gas zu arbeiten, ob das was bringt oder nicht. Ich denke schon, es gibt auch eine Möglichkeit, habe ich gesehen, wie beim Wein, mit so einer Pumpe die Luft rauszuziehen, dass in der Flasche quasi keine Luft mehr drin ist. Ist so eine Sache. Zieht man dann am Schluss die Aromen auch mit raus? Wenn ich das dauernd mache, wenn ich pro Woche da zweimal die Luft drauf ziehe, nehme ich nicht jedes Mal ein Stück Aroma mit raus? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die rauchigen Flaschen auf jeden Fall, wenn ich erstmal ungefähr auf dem Füllstand bin, mir überlege, was ich mache, ob ich mir nicht die umfülle in eine halbe Liter Flasche und so weiter. Ist zwar ein bisschen aufwendig, aber es lohnt sich. Wenn ich so jetzt den direkten Vergleich habe, würde ich sagen, der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Ja, der Unterschied ist da. Aber manchmal liest man auch, sie verlieren Rauchigkeit, sie werden weniger rauchig. Finde ich nicht. Ich finde, der Rauch ist immer noch da, nur eine andere Art von Rauch.
Nichtsdestotrotz, guter Whisky, absolute Empfehlung. Wenn ihr den mal im Angebot seht und ihr steht auf rauchige Whiskys, macht ihr nichts falsch. Könnt ihr zuschlagen. Ich danke euch, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen weitergeholfen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet hier bei Smoking Grams. Macht's gut. Ciao.